Sie steht im Hinterhof, von allen Seiten eingepfercht. 80 Jahre lang führte die Rimparer Synagoge ein Schattendasein. Nur von Privatgrund aus lässt sie sich betreten. Ein maroder Bau, aus den Augen, aus dem Sinn. Nur ihr Besitzer wider Willen hat die Synagoge ständig vor Augen und wäre sie doch gern los. Von mir aus können Sie die Synagoge abreißen, Sie können es herrichten. Sie sollen endlich einmal was machen, dass das Ding eine Ruhe hat mit den alten Gebäuden da. Was mitmachen, das würden diese historisch interessierten Rimparer auch gern. Seit Jahren setzt sich der Kreis um die pensionierte Schulrektorin Hannelore Minzel dafür ein, das Gebäude zu erhalten und einen öffentlichen Zugang zu schaffen. Jetzt wollen die Synagogenfreunde endlich einen Unterstützerkreis gründen, denn der Rimparer Gemeinderat erwägt, das jüdische Gotteshaus dem Freilandmuseum Fladungen zu überlassen. Nein, das finde ich überhaupt nicht gelungen, weil so ein wertvolles Kulturgut müsste eigentlich im Ort bleiben. Auch als Erinnerungsanstoß, dass hier einmal eine lebendige Judengemeinde war und die mit der Bevölkerung eigentlich weitgehend harmonisch zusammengelebt hat. Man müsste es zumindest erhalten und wer weiß, was sich vielleicht in 2, 3 Generationen für Möglichkeiten ergeben, dass man dann diese Synagoge auch einem bestimmten Zweck zuführt und dass sie vielleicht dann auch wieder ein kleines Kleinod in Rimba werden könnte. Gar nicht auszudenken also, wenn man im Rathaus jetzt Fakten schüfe und die Synagoge in die Rhön versetzte. Ich bin da völlig offen. Wenn ein Sanierungskonzept und ein Nutzungskonzept schlüssig erscheint, dann wird sich der Gemeinderat einer Diskussion sicher nicht verstellen. Der Gemeinderat hat letztendlich jetzt die Option gezogen, auch mit dem Bezirk und dem Freilandmuseum Kontakt aufzunehmen, um weitere Möglichkeiten auszuloten. Der Eigentümer jedenfalls hätte nichts gegen einen Umzug, bevor die Synagoge hier noch ganz verfällt. Sag ja, in Fladungen sieht's doch jeder, da kann jeder hin, da kann man ja nicht her. In Fladungen kann's jeder angucken. Für die Synagogenfreunde aber gehört das jüdische Gebetshaus zu Rimpa. So viel Geschichtsbewusstsein dürfe man sich ruhig leisten.